Hallo und herzlich willkommen zu Merlin Schaus Mods. Wir schauen uns heute eine Mod an namens Roost und zwar in der Version 1.3.0 für Minecraft 1.12.2. Benötigt wird für diese Mod Chickens Mod oder auch More Chickens, funktioniert genauso. Der Mod-Autor ist Timmerwood. Wenn ihr euch für das Chickens Mod oder für More Chickens oder auch Hatchery interessiert, ich verlinke euch die Videos, die ich dazu gemacht habe, die Tutorials auch in der Videobeschreibung. Jetzt allerdings zu Roost. Genau. Ich habe das schon mal vorbereitet. Und zwar sehen wir hier die ganzen Hühnchen, die es von Chickens und More Chickens eben gibt. Nochmal in der Roost-Variante. Nicht als Eier diesmal, sondern als Items, als Hühnchen. Und noch ein paar extra Blöcke. Genau. Dann fangen wir mit dem ersten schon mal an. Und zwar ist es der sogenannte Chicken Catcher. Gecraftet wird der hier im Stone Block mit einem Ei, einem Stick und einer Feder. Was kann der Ganze jetzt? Hier haben wir zum Beispiel jetzt nochmal einiges drinnen an Hühnchen. Ich nehme jetzt einfach mal die Copper Chicken raus. Was passiert jetzt, wenn ich, mach ich mal zu, wenn ich jetzt die Chickens rechts klicke? Genau, ich habe das Hühnchen hier. Im Normalfall habe ich am Anfang auch die Hühnchen nur so. Wie bekomme ich jetzt die also in diese Itemform? Ganz einfach, Chicken Catcher, Rechtsklick und schon habe ich es als Item. So, habe also nicht mehr ständig Hühnchen rumlaufen, sondern kann die eben als Item abspeichern. Dann der nächste Block. Der nächste Block ist der sogenannte Roost. Fünfmal den falschen Knopf gedrückt. Crafting-Rezept hier ganz einfach. Drei Heuballen, fünf Holz drüber. Was kann der? Na, ganz einfach auch. Ich setze bis zu maximal 16 Hühnchen rein. Ich habe jetzt hier mal 16, 10, 10, 10er Hühnchen drin. Und kann dann die Items exportieren auf allen Seiten durch Hopper, Rohre, Leitungen, wie auch immer. Genau, und hier sieht man es auch schon, die werden rausgezogen. Okay, das war schon wieder zu dem Block. Der nächste Block ist der sogenannte Roost Collector. Gehört quasi zum Roost dazu. Gecraftet wird er mit einer Kiste, Hopper und einem Chicken und sechs Holz daneben. Was kann das gute Stück? Ich kann es einmal aufmachen, ich habe da was vorbereitet. Im Endeffekt schaut es aus wie eine Kiste. Das User Interface kann exportiert werden auf alle Seiten, sprich, man kann überall alles rausziehen. Aber was macht er jetzt genau? Und zwar im 9x9x3 Umkreis oder Radius oder Bereich kann der diese Rooster abfarmen. Sprich, alle Rooster, die ihr hier sehen könnt, werden von diesem einen Block abgefarmt. Man muss also nicht immer zu jedem Rooster extra die Slots leer machen, sondern man kann das alles zentralisiert rausziehen. 9x9x3 bedeutet, dieser Block muss unten in der Mitte stehen, drei Blöcke Abstand und dann der vierte Block ist der Roost und zwar drei Blöcke hoch. Wie gesagt, der muss auf der ersten Ebene stehen und dann hier drei Blöcke frei in alle Richtungen. Dann machen wir weiter. Das ist also quasi, um die Items dann abzufarmen, massive Erleichterung. Man hat nicht so viele Hühnchen rumsitzen, sondern alles schön aufgeräumt und sauber und zentralisiert. Das nächste ist der sogenannte Chicken Breeder. Crafting-Rezept eigentlich auch ganz einfach, nur dass hier das Seed reinkommt. Genau. Hier haben wir eben zum Abfarmen von den Items und hier haben wir es zum Züchten. Das User Interface ist auch ganz einfach. Ich habe links Platz für 64 Seeds. Hier habe ich Platz für entweder zwei einzelne Chicken. Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei 111er Chicken rein machen würde, würde denen zwei Seeds geben, würde ein besseres von mir aus 232 zum Beispiel rauskommen. Kann ich beschleunigen, indem ich ma die maximale Anzahl, also 16 Stück von beiden reinmache, dann geht es deutlich schneller, wie ihr hier sehen könnt. Genau. Und dann kommen auch, in dem Fall habe ich zwei 10-10-10er, dann kommen auch die 10-10-10er Hühnchen raus. Versorgen kann ich das wieder oben links mit Seeds und da wieder mit die Leitungen kann ich die fertigen Hühnchen rausziehen. So. Ich habe ein bisschen gespielt im Stone Block und habe eben die Erfahrung gemacht, es gibt eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu automatisieren. Im Normalfall müssen wir eben hergehen. Zwei Hühnchen rein, zwei 111er, vier Seeds rein und dann bekommt man zwei verschiedene 232 und 222, sagen wir mal zum Beispiel. Die ganzen müsst ihr dann rausnehmen, müsst ihr die beiden hier reinsetzen und wieder vier Seeds reinlegen. Um das Ganze ein bisschen zu automatisieren,
Haben wir da sowas aufgebaut. Ich lege hier oben die 111 Hühnchen rein. Dort werden zwei Stück gezüchtet und die rauskommenden Hühnchen werden automatisch hier wieder reingelegt und kommen hier rein. Dann kann man quasi überall plus 4 Seeds reinlegen und dann kommt unten eine bessere Variante raus, als wie man oben reingelegt hat. Man muss nur gelegentlich eben alle ausleeren und wieder 4 Seeds nachfüllen. Das Ganze ist natürlich jetzt nicht so platzsparend. Am Anfang habe ich es als Treppe gebaut gehabt, aber mittlerweile habe ich bessere Möglichkeit gefunden und zwar diese Wand. So benutze ich es auch in meinem Let's Play Stoneblock 2. Genau. Ich habe also hier einmal vier Breeder zum Züchten von neuen Sorten. Zum Beispiel eben jetzt kann man hier sehen, Iron Chicken braucht Flint und Bone White Chicken. Ich nehme mir beide raus. Beide da rein. Na, einen vielleicht nicht. Und schmeiß die Seeds da rein. Und dann warte ich ab. Ich habe das hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Red und Sand Chicken ergibt Redstone Chicken. Hier habe ich Draconium Chicken gezüchtet und XP Chicken. Genau, sobald Hühnchen drinnen sind, ziehen die den roten Vorhang zu. Und wenn die ein Problem haben, also nicht mehr weiter züchten können, weil zum Beispiel keine Seeds mehr drin ist, kommt dieses Ausrufezeichen. Genau, also ich züchte also hier die Redstone-Hühnchen zum Beispiel und gehe dann hier eins rüber. Und hier habe ich genau das gleiche Prinzip wie hier, jeweils immer 4 Seeds drinnen. Nur, dass hier der Unterschied ist, ich habe Flat Transfer Nodes dazwischen geklemmt, sprich, ich kann das schön in einer Reihe machen und habe hier immer 8 Chicken Breeder in einer Reihe. Wenn ich hier vorne jetzt die 111 Hühnchen reinschmeiße, dann kommt ja zu 80, 90% kommen hier 10, 10, 10er Hühnchen raus, zwei Stück. Ab und zu klappt es nicht, okay, kein Problem, einfach die beiden rausnehmen. Nochmal nachzüchten. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen funktioniert. Das Einzige, was man beachten muss, es gibt die Chance, wenn jetzt durch diese Zucht zum Beispiel zwei gleiche, also zwei Hühnchen rauskommen, dann haben wir hier das Problem, dass beide im selben Slot landen und nicht weitergezüchtet werden können. Bedeutet ab und zu, okay, muss man mal kurz nachschauen, ob hier irgendwo das stockt, aber das sieht man mit der Zeit eigentlich recht schön. Roost ist also eine Mod, die das Züchten von Hühnchen um einiges leichter macht und so kann man es auch ein bisschen automatisieren. Ich habe zwar im Internet gesehen, es gibt eine Anleitung, wie man diese ganze Aufzuchtstation in einem Block machen kann, sprich die Hühnchen werden da rein platziert, werden rausgezogen und dann wieder rein platziert, geht aber nur, indem man den Block selbst abbaut. Und durch einen mordskomplizierten Mechanismus, also wie gesagt, es ist ich glaube mit Actual Additions und Thermal Expansion und was weiß ich, was da alles benutzt wurde, ist es möglich, ist ein Mordsaufbau. Wenn man allerdings wie ich gleich einige Sorten züchten möchte, man kann sie hier sehen, es gibt, glaube ich, über 100 Sorten oder so, da wird man nicht froh mit einer mordsgroßen Maschine. Deswegen habe ich mich jetzt in dem Fall für das entschieden. Und habe ganz gezielt nicht die ja, technisch vielleicht interessantere Variante genutzt, indem man das alles in einem Block, ja, theoretisch in einem Breeder machen kann, weil es sind ja doch zig Blöcke an Technik, was man da braucht. Okay, dann war es das auch schon wieder mit dieser Mod-Vorstellung, mit diesem Tutorial. Wie gesagt, die Tutorials für Chickens, More Chickens und Hatchery sind in der Videobeschreibung. Gut, dann kann ich nur noch sagen, danke, dass du wieder mit dabei warst und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.